Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video. Es kommt am 10.8. zeitgleich mit dem neuen DLC auch ein kostenloses Update für alle Spieler raus, nämlich das Update 7. Und dieses beinhaltet auch ein paar sehr coole neue Funktionen. Als allererstes bekommen wir die Möglichkeit, unsere eigenen Herausforderungen zu erstellen. Da können wir dann ganz normal die Karte auswählen. Ein bisschen schief geworden, machen wir wieder weg. Und dann haben wir ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Also wirklich sehr, sehr viel. Einmal die Standard-Settings. Dann gibt es Ziele, das ist sehr interessant. Da kann man bis zu 3 Ziele auswählen, die halt erreicht werden müssen, damit man die Herausforderung schafft. Dann gibt es die Dinosaurier-Einstellungen. Die sind wahrscheinlich sehr, sehr identisch wie die Sandkasten-Einstellungen jetzt zum Beispiel, gehe ich mal von aus. Gameplay-Einstellungen, Park und Umgebungseinstellungen. Aber alles in allem sind das über 40 Einstellungsmöglichkeiten. Ich werde jetzt auch nicht alle durchgehen, aber wenn es euch interessiert, könnt ihr auch gerne das Video an der einen oder anderen Stelle pausieren und euch das nochmal genauer durchlesen. Aber es ist dann halt auch so, dass die Schwierigkeit je nach Einstellung angepasst wird. Also hier seht ihr zum Beispiel den Regler jetzt. Ab hier ist der Jurassic-Schwierigkeitsgrad. Ich mache hier aber auch wieder Kritzeleien. Ja, seht ihr hier, ne? Ab da. Und das ist über dem Jurassic-Schwierigkeitsgrad sogar. Es ist sogar noch schwieriger. Und dann steht auch hier oben die Schwierigkeit Jurassic Modified, weil es halt einfach angepasst ist. Und je nachdem, wie die Settings halt sind, kann man auch andere Schwierigkeitsgrade hier erreichen. Der Balken, der geht halt immer nach links oder rechts. Und dann sieht man halt auch gleich in der Übersicht, wie schwer seine eigene Challenge ist. Was ich persönlich besonders gut finde, ist halt, dass man wirklich diese Ziele festlegen kann, also wann halt die Challenge geschafft ist. Das finde ich super praktisch. Und was noch besser ist, man kann diese Challenges teilen mit seinen Freunden. Also es wird immer so ein Code hier generiert. Den kann man dann einfach seinen Freunden schicken, dann können die das eingeben und dann können die genau diese Challenge mit den Einstellungen selber spielen. Das heißt, man kann dann gemeinsam mit Freunden diese Challenges erstellen und dann auch spielen. Als nächste Neuerung haben wir diesen Unterwasserdom, den man in seine Lagune platzieren kann. Der ist tatsächlich kein Teil des neuen DLCs, sondern Teil des kostenlosen Updates. Das heißt, jeder Spieler, auch wenn ihr euch das DLC nicht geholt haben solltet, kann diese Unterwasserdome in seine Lagunen platzieren. Diesen Screenshot hier hatten wir auch noch nicht gesehen. Das ist die Ansicht von innerhalb des Doms. Und der ist, glaube ich, echt groß, der Dom. Also der Moser wirkt gar nicht so riesig hier. Und hier könnt ihr sogar sehen, wie man das Ganze dann platziert. Du kannst halt unter Wasser platzieren und dann einfach so ein Verbindungsgebäude. Außerdem wird man auch mit dem neuen Update Skins und Muster als Favoriten markieren können. Und dann bekommt man sogar im Entwicklungslabor die Möglichkeit auszuwählen, dass zufällig nur die Favoriten freigelassen werden. Das heißt, man kann mehrere Skins mit diesem Herzchen-Favoritensymbol markieren und dann kann man auswählen, dass aus diesen Favoriten zufällig Dinos freigelassen werden. Finde ich sehr, sehr spannend. Dadurch kann man halt eine sehr coole Herde vorher im Species Viewer so sich zusammenstellen, die Farbkombination, die man gut findet. Und dann wird halt zufällig vom Spiel ausgewählt, welche davon dann in den Park kommen. Und man kann jetzt auch bei seinen Dinosauriern im Park diese als Favoriten markieren. Das heißt, wenn man bestimmte Dinos als Favoriten hat oder am liebsten mag, kann man diese markieren. Und dann kann man die zum Beispiel auf der Übersichtskarte viel schneller finden, weil die dann grün hervorgehoben werden. Zusätzlich bekommt man auch noch eine Benachrichtigung, wenn diese gerade besondere Verhaltensweisen an den Tag legen. Also wenn da gerade irgendwas Spezielles passiert, was man eventuell nicht verpassen möchte, dann wird man darüber informiert und kann dann direkt zu denen springen und das Ganze beobachten. Das Amphitheater aus San Diego ist jetzt auch auf allen Karten verfügbar. Das ging ja vorher nur mit Mods, dass man das woanders platzieren konnte. Jetzt hat man die Möglichkeit, das auf jeder Karte frei zu platzieren. Ist natürlich besonders schön, wenn man dann so im Jurassic Park-Stil baut. Da passt das nämlich sehr, sehr gut rein. Und das kann man dann immer noch mal so als kleines Highlight für ein Gehege machen. Und jetzt kommen wir noch mal zu einer richtig coolen neuen Funktion. Denn es gibt eine neue Option in der Sandkasteneinstellung. Also wenn man einen Sandkastenpark baut. Dieser heißt Dinosauriergefahr für Gäste. Die kann man entweder einschalten, ausschalten oder auf nur Fleischfresser setzen. Wenn die eingeschaltet ist, dann ist alles wie gehabt. Dann greifen die Dinosaurier auch Gäste an und die Gäste haben Angst vor den Dinosauriern. Wenn man das Ganze wiederum ausschaltet, könnt ihr ganz gut hier auf dem Screenshot auch sehen,
Dann haben die Besucher keine Angst vor den Dinosauriern und die Dinosaurier sind auch keine Gefahr für die Gäste. Wenn man das Ganze nur auf Fleischfresser setzt, sind nur die Pflanzenfresser keine Gefahr und die Fleischfresser greifen auch ganz normal die Besucher an und machen denen auch Angst. Das Ganze spiegelt sich dann auch bei der Park- und Sicherheitsbewertung wieder. Das heißt, wenn die Option ausgeschaltet ist, wie jetzt zum Beispiel auf dem Screenshot hier im Hintergrund, dann würde dadurch auch nicht die Parkbewertung schlechter werden oder die Sicherheitsbewertung. Die würden dann gar nicht beeinträchtigt werden, weil halt die Besucher keine Bedrohung von den Dinosauriern haben und auch keine Angst vor denen haben. Und damit kann man halt jetzt besonders gut so begehbare Gehege bauen oder vielleicht sogar so ein Streichelzoo-Gehege. Ich sehe da schon so einen kleinen Homalocephale. Aber das war vorher halt immer ein bisschen blöd. Das konnte man ja vorher auch schon bauen. Aber die Gäste sind dann immer in Panik verfallen und hatten Angst und sind weggerannt. Und dadurch ist halt dieses Streichelzoo-Feeling komplett verloren gegangen. Und jetzt mit dieser neuen Funktion kann man es halt machen, ohne dass die Besucher wegrennen. Die sehen hier super glücklich aus und freuen sich auch darüber, direkt neben den Dinos zu stehen. Das finde ich echt toll. Außerdem kann man jetzt im Sandkastenmodus jede Karte direkt von Anfang an auswählen, ohne halt die Freischaltbedingungen erfüllt zu haben. War wohl vorher so, dass man bestimmte Sachen erst erledigen musste, um halt einige Karten freizuschalten für den Sandkastenmodus. Geht jetzt auch von Anfang an alles. Und zu guter Letzt haben wir auch noch eine sehr, sehr interessante Funktion. Man kann nämlich jetzt bei dem Abreißen-Tool auswählen, dass man Gebäude nicht ganz abreißt, sondern diese einfach nur zerstörter aussehen lässt. Kannten wir ja auch schon als Mod, das war halt das Damage-Tool. Und das ist jetzt auch möglich, dass man einfach die Gebäude so zerstört. Ist halt ganz cool für so Parkbauprojekte, wo man halt einen verlassenen, gescheiterten Park sozusagen nachbaut. Und ja, das waren jetzt erstmal alle Neuerungen, die wir durch Update 7 kostenlos am 10.8. dazu bekommen werden. Ein paar weitere Sachen werden das auch noch sein. Das werden wir dann aber erst in den Patch Notes sehen. Die kommen auch am 10. August raus. Diese Dinge werde ich euch dann verraten, wenn es soweit ist, weil aktuell weiß ich die leider auch noch nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Update und auch auf das DLC. Ihr könnt gerne mal ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr euch mehr freut. Auf das Update oder das DLC, das würde mich mal sehr interessieren. Ich würde mich jetzt auch noch selber ein Like freuen, das würde mir sehr helfen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.